Baseline. Und grüßt euch. Wir sind heute hier, um einen Mythos zu klären. Und ich denke, ich habe das Rätsel gelöst des Shoot for the Stars Mythos, dieser Art Illuminaten-Mythos. Warum es so eine Art Illuminaten-Mythos ist, meiner Meinung nach, dazu werden wir gleich kommen. Jedenfalls ist ja hier auf der Karte auch schon abgebildet. Das ist diese blaue Karte, die haben alle Leute bekommen, die sich die Special Edition gegönnt haben. Unter Schwarzlicht kann man besondere Orte noch sehen, aber der Shoot for the Stars Mythos ist hier eingezeichnet. Dort seht ihr es am Observatorium direkt. Shoot zu Deutsch schießen und Stars Sterne. Da liegt es doch nahe, dachte ich mir jedenfalls auch erst wie wahrscheinlich viele andere, dass man in den Himmel schießen muss. Wenn es dunkel ist im Observatorium, beobachtet man ja auch andere Planeten, andere Sterne. Deshalb dachte ich, hat es was damit zu tun. Es vielleicht passiert dann irgendwas, wenn ich in der Nacht in die Sterne schieße, aber es hat nichts genützt. Dann sehen wir jetzt hier allerdings an diesem Ort, den ich euch auch hier gerade nochmal genauer gezeigt habe, diese Sniper liegen. Ich habe mich gewundert, warum ich sie nicht aufnehmen kann, aber keine Panik, die kann man normal aufnehmen. Ich habe volle Munition. Und dann bin ich hier einfach weitergegangen, geradeaus. Halt von der Sniper, als hätte ich sie genommen, wäre weiter geradeaus gegangen. Ziel und ihr seht, dass man automatisch auf dieses Haus hier rauf zielt. Dort sind 5 Sterne abgebildet. 5 Sterne, vielleicht hat es auch sogar was mit dem Polizisten zu tun. Man kann ja jetzt maximal nur 5 Sterne bekommen. Aber ich denke, es hat eher weniger mit dem Polizisten etwas zu tun, als mehr, viel mehr mit den Illuminaten. Denn dieses Auge ähnelt stark dem Zeichen der Illuminaten, was hier um diese 5 Sterne rumgeht. Ich habe auf die 5 Sterne raufgeschossen von hier oben. Allerdings, ihr seht, keine Animation findet statt. Ich habe auf jeden einzelnen Stern geschossen. Ein Grund, das alles mal näher anzuschauen. Wenn wir jetzt hier vor dem Gebäude stehen, erkennen wir nochmal deutlich dieses Auge, was sehr den Illuminaten ähnelt. Und die 5 Sterne bilden einen Kreis. Aber wenn wir genauer hinschauen, scheint es doch ein Firmenlogo zu sein. Und der Schriftzug des Firmenlogos, Penris. Stellen wir diese Zeichen um, diese Buchstaben, ergibt das doch glattweg Sniper. Ein weiterer Grund für mich, warum es auch sein muss, dass man mit der Sniper darauf zielen soll. Denn die Sniper liegt ja nicht ohne Grund da. Es ist halt ein Easter Egg von Rockstar Games. Und jetzt dachte ich mir, Sniper, ja, das kann gut sein. Shoot, man kann ja schließlich auch mit einer Sniper schießen. Zu Englisch halt, to shoot. Und so kann man auf die Sterne schießen. Und was passiert aber, wenn ich auf die Sterne schieße? Nichts ist passiert. Wir haben es ja gerade selbst feststellen können. Dann bin ich hier näher in dem Gelände rumgegangen und schaut hier, Freunde. Wir sehen dieses Auge im Boden verankert und 1, 2, 3, 4, 5 Sterne im Boden liegen. So wie auch das Firmenlogo da etwas tiefer über dem Eingang hinten hängt. Als hätte man das jetzt mit seiner Sniper runtergeschossen von dem Observatorium runter und das mit der Kraft der Patronen sich so weit weggesplittert hat und in den Boden reingeschlagen ist, von dem Hochhaus und nach unten gefallen ist. Dort sehen wir nochmal vom Observatorium diese Stelle, von der ich nach unten geguckt hatte vorhin. Und ich finde das einfach richtig geil. Ich denke, meiner Meinung nach jedenfalls ergibt das Sinn. So könnte man auf alle Fälle den Mythos lösen. Obwohl das natürlich sehr unrealistisch ist, dass man mit der Sniper das so abschießen kann mit so einer gewaltigen Kraft. Aber das ist wie gesagt halt nur ein Easter Egg von Rockstar Games, was uns ein bisschen mehr Spaß bringen soll, ein bisschen gegen die Langeweile ankämpfen soll, wenn man halt darüber nachdenkt genauer. Es gibt viel solcher versteckten Sachen in GTA 5 Online, die eine tiefere Bedeutung haben und viele haben davon auch sogar noch etwas mit dem echten Leben zu tun. Davon werde ich euch in kommender Zeit noch viel mehr auf meinem Kanal präsentieren. Darauf könnt ihr euch auf alle Fälle freuen und das war es auch schon von dieser Ausgabe. Wenn sie euch gefallen hat, würde ich mich wie immer riesig über ein Like freuen und über den einen oder anderen neuen Abonnenten, um nie mehr etwas zu verpassen. Wer weiß, was noch kommt. Bis dahin, euer. This is how we rock in Melbourne.